ein Gesetz, das müssen Sie besser kennen als wir Nichtjuristen, nach dem jedermann das Recht hat, sich zu beschweren. Und zu diesem Zwecke wurde sogar ein Beschwerdedienst bei der Generalstaatsanwaltschaft errichtet. Der Wons beschwert sich und die Anklage schuldigt ihn dafür der subversiven Betätigung an. Ist der Wons nur deshalb, weil er sich beschwert, eine ungesetzliche Vereinigung, dann wäre aber doch jedes Arbeitsteam, jeder Fußballclub, jeder Künstlerclub, jeder Blaskapelle, das x-beliebige Zusammenlaufen von Leuten, die einem gemeinsamen Interesse nachgehen wollen und sich über etwas beschweren, genauso ungesetzlich. Wir kommen doch nur vom Thema ab, Herr Abel. Jetzt reicht es aber wirklich langsam. Ich möchte zum Abschluss noch ein Wort sagen. Přihodila se mi taková podivná věc. Asi před dvěma měsíci mě navštívili ve vězení dva páni a nabídli mi možnost vycestovat do USA. Já jsem odmítl o té nabídce uvažovat, dokud moji přátelé a já nejsme na svobodě. Ale kdybych ji byl přijal, tak je možné, nebo je spíše jisté, že bych se v této chvíli nejspíš procházel po New Yorku a nestál tady před soudem. Takže je to nakonec moje rozhodnutí, že tu stojím. Já bych rád, aby moji spoluobčané z toho pochopili, že nejenom nechovám nepřátelství ke své vlasti, ale dokonce stále ještě věřím ve spravedlnost, za kterou se angažoval a i bez nás bude angažovat výbor na obranu nespravedlivě stíhaných Wons. Der Rede kurze Sinn, vor zwei Monaten haben mich im Gefängnis zwei Herren aufgesucht und boten mir an, in die USA auszureisen. Ich habe mich geweigert, dieses Angebot ins Auge zu fassen, solange meine Freunde und ich uns nicht auf freiem Fuß befinden. Hätte ich dieses Angebot angenommen, so spazierte ich jetzt höchstwahrscheinlich in New York herum und stünde nicht hier vor diesem Gericht. Stehe ich jedoch hier, dann ist es meine Entscheidung. Und diese meine Entscheidung dürfte ein Beweis dafür sein, dass ich keinerlei Feindseligkeiten gegen mein Vaterland hege und immer noch Vertrauen in die Gerechtigkeit habe, für die sich Wons engagierte und auch ohne uns engagieren wird. Also gut, ist das jetzt alles? Fast alles, nur noch das. Uns wird vorgeworfen, wir hätten aus Feindseligkeit heraus gehandelt. Die Anklageschrift ist in äußerst harten Worten abgefasst, in Worten, die nach Wut und Hass schmecken. Derartige Worte sind in den Wons-Mitteilungen nie verwendet worden. Ich kenne alle Mitarbeiter des Wons sehr gut. Alle diejenigen, die derzeit hier mit mir stehen und die, die noch auf die Eröffnung ihres Prozesses warten und auch die, die sich zu meiner Freude noch immer in der Freiheit befinden. Und ich weiß, dass sie alle, ohne Ausnahme, von keinem Hassgefühl beseelt sind, sondern schlicht von Menschenliebe. Ich bin stolz darauf, gemeinsam mit solchen Menschen gehandelt zu haben. So, das ist alles. Das Gericht nimmt die Verhandlungen um 20 Uhr wieder auf.